Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Let's Play Digimon Cyberslife. Hoffentlich machen wir beim nächsten Mal bei diesem Mal keine Englischstunde mehr, so wie beim letzten Mal, sondern mal ein wenig mehr. Ihr wisst schon, haut drauf hier. Erstmal hacken wir kurz mal durch die Wand und holen uns das Item. Nehmen wir ran, das ist aber sehr schön. Ja, wir sind hier im Cyberspace mal wieder und sind hier gerade auf der Spur von irgendeinem Kind, was ein Barco-System entwickelt hat, was für die Menschen verantwortlich ist, wenn sie hier besiegt werden und so. Und ganz viel Zeug, Mann. Dann hat sich so ein Kind in die Daten von dem Handy gemerkt. Das war ganz viel merkwürdiges Zeug. Und was bist du denn? Du siehst ja cool aus. Was hast du da? Eine Uhr, oder? Bist wahrscheinlich Glockmon, oder? Natürlich. Ich würde sagen, machen wir gleich mal hier weiter. Schauen wir mal, was Glockmon so zu sagen hat. Und jo. Ob der liebe Nette sich... das ist nicht Glockmon, oder? Ist das Glockmon? Ich bin mir nicht so sicher. So, ich denke aber ja nicht. Da war ich jetzt leider zu langsam. Wir machen aber jetzt erstmal die Quest fertig. Oh, jetzt kommt Glockmon, Exvimon, Double Punch und zack. Und schon war es das mal wieder. So. Exvimon ist jetzt auch Level 14. Und Leute, ihr wisst ja, Gargomon, Greymon gehen auf Stufe 30 zu. Und ihr wisst alle, was das heißt. Ultra-Digitation 26 ist also 28 kann man sich auch schon digitieren lassen. Müssen wir da mal schauen. So, Glockmon oder wer du auch immer sein magst. Ich denke mal, du bist Glockmon, weil du eine Uhr hast. Was hast du zu sagen? There it is. Our one and only Baku. From the look of it, that kid's program has merged with a wild Digimon. Baku Glockmon. Ah, es ist sogar ein Glockmon. Nett. It's all you're trying to reason here. The programs erase whatever traces they are left of the Digimon's own sentence. Digimon are easily susceptible to influence from man-made programs. It's one of these reasons why some don't consider them to be autonomous beings with their own sense of will. There's no getting around this one. You're just going to have to knock some sense into it. Genau das will ich gar nicht lang rumreden, Kyoko. Ich will den Rene nicht hören, Mann. Ich hau da einfach drauf, Mann. Du sitzt da beim Büro und wir arbeiten uns hier einen ab. Das finde ich gar nicht nett. Okay, das ist schon wieder sehr geil. Grommon ist der Einzige, der effektiv ist. Okay, wir hauen gleich mal hier unsere stärkste Attacke raus. Exhaust Bomb. Fast instant dope. Das ist cool. Okay, dann soll es kein Problem sein. Gargomon macht nicht so viel Schaden. Aber der gute Exvimon beendet das jetzt mit einem kleinen Kratzer. Ja, Leute, Mann, die sind einfach alle zu schwach, Mann. Ich kann ja auch nichts dafür. Ich bin einfach viel zu gut für das Spiel. 500 Erfahrung! Nee, da oben 900 Erfahrung. Ich habe bis jetzt, glaube ich, immer auf das Geld geschaut, was wir bekommen haben. 900! Kann man ja eigentlich ganz gut mit leben. Okay, now that's over. Download the data and collect what's left of Baku. Once we're done, get out of there and come back to the office. It's hard to believe such a little kid would do so heinous crime like that. I'm still shocked. Heinous? Huh. I guess I see where you're coming from. Even if he didn't mean any harm by that, what he did certainly broke the law. But that's all in the past now, that we've exercised your account of the little stalker that haunted it. This case is closed. Endlich. We'll be holding onto the Baku program in the meantime. If you can tune it up a bit, it could very well come in handy. But I still don't get it. Why did he go after me in the first place? Do neither of you really get why that boy picked on her? In a way, there was really was no reason at all, except to say that it was love at the first sight. He really liked you, Manaka. Huh? At first, he probably just wanted to get to know you more with all his heart, but as he saw he was less mature than he'd like to admit, he wanted to tease and mess with you so you'd pay attention to him. At his age, it's a pretty stand-up mentally towards someone you like, really. Yeah, that was so fun. Let me help out again if something else come up, okay? I think I'd be pretty cool
I think it'd be really cool to be a detective cat Digimon like that. You definitely helped us back there, so you have my thanks, Pete. Anyway, are you still not able to actually leave the confirms of Narco Broadway's intranet? Yeah, I think it has to do with the, how all the network protocols for the intranet are. It makes it harder to transfer data around. It could be I'm just stuck to the vacuum tube computer, like how Baku was to the Digimon. There's still much to learn about Peach truly is, it seems. Huh? Why do you call Pete Pete? Well, he's a cat. He was extracted from his own little time capsule, where he was frozen asleep all the time. Besides, open enough doors and you're bound to... Do you really need to reason for it? Unlike the digital world, the real world is filled to the brim with things that have no real reason for being what they are. It's a simple pleasure in life that we're entitled to have as humans. Don't sweat it too much, just kick back and enjoy it. Mir ist nämlich auch aufgefallen, wir können unsere Digimon selber benennen, aber Leute, ich will meine Digimons nicht selber benennen. Die Digimon haben einen Namen und das ist halt der Name, den sie haben. Da gibt's nichts daran zu rütteln, so. Okay, Leute. Fall abgeschlossen. Okay. Und jetzt endlich, nach langer Zeit, geht es so, wie es aussieht, endlich mit der Hauptstory weiter. Bevor wir das machen, muss ich nochmal kurz auf das Digilab, bei diesen kleinen, schönen Dinosaurier, den wir hier hatten. Da haben wir 100% gleich mal geholt. Das war sehr gut. Den tun wir gleich mal auf die Farm stecken. So. Klingt immer so grausam. Wir converten sie erstmal, dann holen wir sie zu uns und dann... Ja, Leute, geht mal auf die Farm. Noch schlimmer ist die Digibank. Sie stehen einfach da und machen nichts. So, Impfmon haben wir auch. Haben wir uns mal ein kleines Impfmon. Ein Virus. Ich mag Virus. So. Dann haben wir hier... Ja, Tyrannomon. Kleiner süßer Tyrannomon. Oh, bist du nicht putzig. Move Digimon. So, zwei Punkte haben wir leider nur noch. Und es sieht immer noch nicht aus, also in nächster Zeit werden wir eh nichts mehr ändern können. Keramon. Dimidivimon. Starmon. Starmon, levelst du eigentlich? Aber zu was wirst du eigentlich? Ja, ich kann zu einem Superstern werden, aber ich will doch keinen Superstern, Mann. Du bist mir schon sternmäßig genug. Ich will auf meiner Farm Tyrannomon. Weil ich riesige, große, gemeine Dinos mag. So, okay, dann schauen wir das dem Digilab. Und so wie es aussieht, fahren wir jetzt mit der Hauptstory durch fort. Das heißt, ihr müsst nicht mehr die ganze Zeit mein merkwürdiges Frauen-Englisch anhören. Das freut mich und euch wahrscheinlich auch. Und wir sind jetzt, glaube ich, schon in Kapitel 5. Also Leute, hey, 15 Spielstunden, ne, 13 Spielstunden haben wir jetzt. Und wir haben schon dann, wenn wir das Kapitel abgeschlossen haben, haben wir dann ein Viertel des Spiels durch. 20 Hauptmissionen gibt. I'm thinking you too hard? You've got a lot of nerve. Who exactly is giving you room and board again? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hä? Ich dachte, du gibst mir jetzt einen neuen Fall. Du bist ja nichts zu gebrauchen, Mädel. Okay, und was mache ich jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir haben keine Nebenquest mehr. Normalerweise hat sie uns ja mal gesagt, ungefähr, was wir tun müssen. Ich weiß es nicht. Wo gehe ich jetzt hin? Ich bin verloren. Hallo, ist da jemand? Moin, moin. Keiner da. Okay. Tja, das war's dann wohl mit dem Spiel. So wie es aussieht, ist das Spiel ja abgeschlossen an dem Punkt. Okay, das waren die letzten Sätze, glaube ich, die sie gesagt hat. Irgendwas mit Kaffee. Da hat sie doch. Vielleicht müssen wir ja wieder Kaffeebohnen holen. Okay, sorry, dann habe ich nicht aufgebracht. Aber so oder so, wir schauen mal kurz wieder in den vierten Stock. Ich will ja unbedingt einem Digimon-Turnier weiternehmen. Leute, es war der beste Grinding-Ort ever. Ich verstehe nicht, warum wir nicht die alten Turniere nochmal machen können. Wir könnten ja die ganz locker nochmal machen, aber das geht ja leider nicht. Ja, ich will ins K-Café rein. Schauen wir mal. Oh mein Gott, da muss ich wieder Kaffee trinken. Das wird nicht gut enden.
buying more beans already as opposed with more employees, the supplies used up that much faster. Come to think of it, when you head back, why don't you buy some takeaway from the third floor? Go with your coffee. Only a child does no more than what they ask. Go above and beyond and you seem quite clever. Na, dann vergiftet sie mich ja noch mehr, dann tut sie den Takeaway auch noch in den Kaffee rein, oder? I got the coffee beans, Kyoko asked for. What new horror will she create from those incredible beans that smell so good? Maxi, sag halt, du trinkst einfach nur scheiße Schokolade.買い出しご苦労。君の帰りを待っていたところだ。見ての通り、依頼人がやってきたのでね。こんにちは。こんにちは。ん？ジュルリ？君は何を言っている？こちらは依頼人の 上白優子です。それでは上白優子さん、今回はどのような調査をご依頼ですか？はい、私の父について調べてほしいんです。 上白悟さん、上白エンタープライズの前社長ですね。はい。昨年お亡くなりになった。自殺だったと報道されていましたが。違います。違うんです。お父さんは自殺なんかしない。あ、すみません。大きな声を。 いえ、構いませんよ。それで、なぜ自殺ではないと？何か確証がおありですか？確証はありません。だからこそ、調査を依頼したいんです。なるほど、ごもっとも。手がかりはおそらく、先日調査していただいた 山科誠。彼は昨年まで上白の研究員でした。父の死と時を同じくして退社し、そのまま行方をくらましてしまった。それで山科が父親の死に関係していると考えた。はい。 直接関係はないとしても、父の死についてきっと何かを知っていると。うん。我々に山科誠のことを調査させたのは今回の件を依頼するためですね。あなたは我々を試した。再び依頼に来たということは、無事試験に合格したわけだ。
すみません。信用できない人が周囲にたくさんいるような気がして、つまらない小細工を、その失礼しました。いや、素直に答えていただけたということは信頼していただいている何よりの証です。お父上の調査引き受けましょう。 ありがとうございます。あ、ちょっとすみません。もしもし、はい、いえ、特に問題は何も。はい、はい。え？違います。私一人です。わかりました。すぐに戻りますから。 リエさんは本社で待っていてください。では。すみません。休養ができました。そのようですね。調査は休んじて我々にお任せを。よろしくお願いします。では。 かなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらねばな。うまくすれば上城の過去や内部事情も暴くことができるだろう。又吉刑事にもご足労願うとしようか。では調査を進めよう。 私は再度山科誠の情報を洗い直してみる。その間君はもう一度山科誠の自宅を訪ねてみてくれ。新しい事実が出てくるかはわからないが、ま、ダメ元だよ。ダメ元？うん、ダメ元か。<笑>いや、すまない。大したことではないよ。ダメ元。 父がよく使っていた言葉でね。ご存知の通り、ダメでもともが略された言葉なのだが、彼はこう言っていた。ダメでもともと。これを略した場合、ダメともになるのではと疑問に思っていたものだが、なかなかどうして、粋な趣のある表現だと 思わないか。そう深く考えるものでもない。それこそ無粋というものだ。さて、無駄話はこれまで。調査を開始してくれたまえ。Natürlich, wenn das die Chefin sagt, dann legt man sich lieber nicht mit der Chefin an. Also, weiter machen wir mit dem Fall hier. Aber davor müssen wir erstmal mit Ikagumon. Das ist ein Short Raider on his island, das Termin. There was a train too? That's probably true. That's great. Guess I'm impressed. Ich kann es dir leider nicht sagen. Yuku, thank you very much for your work on the case. Leave it to me. Aber hat sie wirklich, ist sie wirklich das Wasser, hat sie wirklich so viel Wasser angesammelt, dass sie fast hier angefangen hat zu sabbern, weil das so lecker war? Gut möglich. So, okay, dann gehen wir halt nochmal hier zu der anderen Hütte und schauen mal, ob wir da nochmal was finden. So, ganz, ganz merkwürdig ist die Yuko E. Ich weiß immer noch nicht, wer diese andere Frau ist, die wir mit ihr im. Die wir gefunden haben, als wir sie das erste Mal getroffen haben, da im Krankenhaus. Da war ja diese ganz merkwürdige Frau mit den grünen Haaren. Und schauen wir mal, was für merkwürdige Personen wir hier nun treffen. Klopf, klopf. Hallo, ich bin so irgend so ein Typ. You're a stubborn one. How many times do I have to tell you? I don't know any Kashiro. You're asking if I never heard of them? The first I heard of them was from you. No, it was before that. On the news, I think. Wait, no. Maybe I heard it from my daughter. I didn't know. Ask my daughter. Ask Chica. I need to lie down. I suddenly feel dizzy. Chica?
She said she was going to Shibuya, I believe. A new single from a band was going to be available for a limited time at Tower of Records. Jim Kane? No, that wasn't it. You really must excuse me. Hoffentlich war es nicht Jim Kane, denn Jim Kane ist ein Idiot. Let's go to Tower Records in Shibuya to talk to Yamashin's daughter Chika. Chika ist es. Das hört sich doch ganz merkwürdig an. Uns wurde doch gerade erzählt, dass er für Yamashita gearbeitet hat. Wieso sagt er jetzt, dass er nicht kennt? Das ist doch irgendwas wieder mit Gedächtnislösung oder so. Genau das, was hier eigentlich im letzten Fall war, dass man eigentlich gar nicht Daten bearbeiten kann. Also, dass das eigentlich nicht möglich ist. Aber hier scheint das doch so der Fall gewesen zu sein. Nämlich, dass ich irgendjemand in den Verstand von ihm gehackt hat und ihm mir irgendwas von seinen Gedanken gelöscht hat. Irgendwie so was wird das sein. Und deswegen erinnert er sich an nichts mehr. Oder er will uns einfach nur nicht helfen. Warte, Entschuldigung, jetzt weiß ich gerade mal. Das Tower Records Entrance. Ach so, da müssen wir reingehen. So, warte, hier ist das und da, da soll es reingehen. Habe ich jetzt die Map angedrückt? Natürlich habe ich die Map angedrückt. Okay, Versuch Nummer 2, suchen wir den Laden. So, also da unten kommen wir her, dann gehen wir da hoch und da ist dann direkt der Laden hier. Hier, irgendwo. Nein, du bist schon mal nicht das Mädchen, was ich suche. Leider, da ist doch direkt der Laden. Subway. Select Map Tower Recent. Ach so, nee. Man muss hier weitergehen. Ach so. Okay, gut. Alles klar. Das mit den Karten ist so merkwürdig. Wieso sind die Karten immer schief, Mann? So. Ich höre eh nicht zu. So, nicht wichtig. So, Shop. Tower Records. Okay, also hier sollte es doch... Oh, wer bist du denn? Ha, du hast eine coole Frisur. Du hast eine coole Frisur. Oh, Gott, Nintendo-USB. Danke. Wer doch immer das IMAX, mein Freund. No music, no life. Gutes Motto. You say you have a question? Again? We just want to be left alone. Well, what is this now? What? About my dad? There's not really much to say. Until recently, my dad was a workaholic. He didn't even come home on his days off. But he seemed to change more recently. His focus shifted to taking care of his family. I'm not sure why, exactly. Maybe something changed with his work. Before I know, he worked for a place called the Nile Corporation, but... Shouldn't you be on the way? I don't have much free time either. Can I go now? How did it go? Get you any useful clues? Kuku, ich hätte noch viel mehr Informationen rausbekommen, wenn du jetzt hier nicht so reingeprescht wirst. The Nile Corporation. I hadn't thought there'd be a connection there. The Nile Corporation. Our paths have crossed before. Detective Matayoshi looked into the company once before. My father was involved in that investigation too. They were following up on a hunch, apparently. Okay, you can look into the Nile Corporation for me. You might be able to get some info at the corporate pavilion near the Eden entrance. I look into the case files that my father and Detective Matayoshi put together back then. Alright, I'll continue. Nile Corporation, okay. To the corporation pavilion near the Eden entrance. Der ist aber schon in der... Also in Eden, oder? Der sitzt nicht an irgendeinem Eingang zu Eden. Hoffe ich jetzt mal. So. Wer will denn schon wieder was verlieren? Nokia! Ja! You don't like Jim Kane's song? Just don't think about him. That's all. Ja. Also seit dem letzten Mal mache ich Jim Kane sicher nicht mehr. Is it daytime over there? It's night here. I went all over collecting data. Good job today, Mom. Was auch immer damit meinst. So, ja, die wird wahrscheinlich schon meinen, dass wir da irgendwo wieder nach Eden müssen. Wir müssen ja immer in Eden fragen. Schauen wir mal, fragen wir einfach mal jeden, der irgendwo was über seinem Kopf hat. So einfach ist das eigentlich. So. Zack. Also, gehen wir mal nach Eden.
Ach, wieso kann es die Mira? Die weiß doch eigentlich alles. Im Digilab sitzt sie, beobachtet alles und weiß alles. Aber sie will uns einfach nichts sagen, das merke ich schon. So, In-Entrance, Community Areas. Versuchen wir es einfach mal im Eingang. Mein Gott, im schlimmsten Fall müssen wir halt nochmal woanders hingehen. Gut. Hallo? Du siehst doch schon mal irgendwie böse aus. Ihr seht, hier gibt uns so ein kleines, so eine rote Energie immer. Die ist es in den anderen, in Kowloon ist das nicht. Also, denke ich zumindest. So. Ja, war ein bisschen, ne? Night Corporation. Night Corporation? Hm. But that sound kind of unfamiliar. Yeah, yes. I'm sure I've never heard of it. Whatever, who cares about that? More importantly, what do you think of what's in our system? Are you really satisfied with it? You don't even care, do you? With that face, of course you don't. Damn. Findest du meine Arbeit so schlimm? Ja, ich weiß, ich bin der Einzige in dieser Welt, der gelbe Hosen trägt, aber trotzdem. It'd be awfully nice if my kid also work at a big company like Kamishira. Night Corporation. Night Corporation? That's the company created to research Eden's avatar system, isn't it? Ooh. I think they were bought out by some big company a long time ago, though. They aren't around anymore. Better back to the office. Das ist doch mal ein interessanter Tipp gewesen. Also die Firma gibt es nicht mehr. Und da hat er davor gearbeitet. Und jetzt erinnert er sich nicht mehr dran. Hm. Sehr, sehr schräg ist das alles schon wieder. Gut, dann back to the office. Und dann reden wir das nochmal hier mit Kyoko. Die wird ja schon wieder sagen, Maxi, geh du dahin. Ich manage das von hier aus. Ja, aber was machst du? Ja, jetzt Maxi nicht immer so viele Fragen stellen. Geh einfach hin und mach das. Ja, du liegst hier sicher nur die Beine auf dem Tisch und machst nichts. Und ich bin Meisterdetektivin. Ich habe mir den Ruf verdient. Als wahrer Detektiv beobachte ich nur, aber mache nichts mehr. Okay, dann gehen wir halt wieder zu Illuminating Kyoko und bereden die ganze Sache mit ihr. Doch bevor wir das angehen, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Digimon Cyberslife. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!